was bisher geschah. Sergio kommt am nächsten Morgen zu mir und lädt mich ein, meinen Trip auf dem Gelände von Yaku Kausai fortzusetzen. Hört sich an wie verrückte Völker, die die ganze Zeit rumschreien. Come on, jump in and get inspired. Yaku Kausai ist eigentlich nicht für Übernachtungen von Besuchern ausgelegt. Ich bekomme die Ehre und darf hier ein paar Tage bleiben. Es ist ein Kulturzentrum. Touristen werden hierher gebracht. Sie lernen hier etwas über die Kultur der amazonischen Kichwa und über den Regenwald. Yaku Kausai bedeutet in der Kichwa-Sprache Wasser des Lebens. Es soll die große Bedeutung des Wassers für das Leben in Amazonien verdeutlichen. Wasser gibt Leben, Wasser nimmt es auch wieder. Das Gelände liegt deutlich höher als beim Camp 1. Das heißt, die Gegend ist weitgehend vor Hochwasser sicher. Eine Hütte wird für mich freigemacht. Dort hänge ich meine Hängematte auf. Gegenüber meinem ersten Camp ist das eine signifikante Luxussteigerung. Ein Dach über dem Kopf, ein sauberer Boden, Tische und Stühle sogar, eine Toilette, eine Küche mit Gasherd und Spülbecken, dazu eine fantastische Aussicht auf den Regenwald. Und jetzt bin ich hier nachts unterwegs und gucke mir die Vogelspinnen her an. Tagsüber habe ich schon zwei Löcher gesehen von Vogelspinnen und hier am Boden habe ich jetzt auch eine so eine kleine Vogelspinne, die kenne ich noch gar nicht. Wo ist sie denn? Ah, genau, da ist das Loch. Genau, da ist das Loch. Ich versuche es mal rauszulocken. Da kommt sie. Jetzt hier unter dem Steg wohnt eine kleine Avi. Da. Die ist ungefähr 3 cm groß vom Körper her. Und hier vorne wohnen gleich 2 Erwachsene. Und zwar da die eine. Und da oben, die ist noch größer. Die hat sich frisch gehäutet. Ja, die Haut. Und jetzt ist sie auf Jagd. Und die ist noch größer. Außer den Vogelspinnen finde ich noch die Riesenkrabbenspinne Heteropoda venatoria. Diese Art wurde schon fast in die gesamte Welt aus Südostasien eingeschleppt. Auch hier in Amazonien kommt sie also vor. Und hier ist irgendein Laubbusch. Okay, jetzt ist der Laubbusch gerade runtergesprungen. Der ist ja riesig. Und zwar so groß. Herrlich. Boah, ich kann ja richtig jumpen.
Ich gehe weiter in den Wald. Auf einer kleinen Bananenpflanzung sitzt ein Ziegenmelker, gut am Boden getarnt. Er fliegt erst los, als ich ihm zu nahe komme. Also ich bin jetzt sehr tief in den Wald gegangen und die Geräuschkulisse ist hier phänomenal wieder mal. Um mich herum schreien irgendwelche, ich weiß nicht genau was das ist, Nachtaffen oder sowas rum. Hört sich an wie verrückte Völker, die ganze Zeit rumschreien. Hier habe ich jetzt gerade eine Dinopis beim Kokonbau erwischt. Hier. So hin und her springt. Sieht ganz witzig aus. Laut meiner Recherche sind bis zum Zeitpunkt des Videos keine Dinopis-Arten aus Ecuador beschrieben. Leider habe ich die Spinne nicht eingesammelt und so steht ein offizieller Nachweis für Ecuador noch aus. Und gerade als ich weitergehen wollte, habe ich hier noch so eine große Ktenide gefunden. Ich weiß noch nicht genau, was das ist, habe mir das noch nicht genau angeschaut. Sieht aus wie eine Ktenus oder eine Ancelomethes. Hier. Ein Riesenteil. Hier, so groß. Sieht stark nach einer Ancelomethes aus. Ja, genau. Da ist die Höhle von ihr. Wow, faszinierend. Ich versuche sie gleich mal rauszulocken, um sie zu fotografieren. Jawohl. Ich bin jetzt hier an einer Lagune namens Amarcocha. Das Schild hinter mir sagte, es wären 50 Meter zum Eingang. Aber ich weiß nicht, ob ich die 50 Meter weitergehen soll. Weil die Brücke hier so aussieht und sich das da einfach verliert, wie man sieht. Also das ist alles hier richtig brüchig, aber die Geräuschkulisse ist ja der Hammer hier. Bin gespannt, ob ich noch irgendeinen schönen Frosch hier sehe. Der Wald ist voll von verschiedenen Heuschrecken hier. Es gibt noch so viel, dass man über das Leben der verschiedenen Tierarten nicht weiß. Ich gehe mit Sergio und Romulo auch tagsüber in den Wald. Blaue Tagfalter schwirren umher. Ich laufe fast in das Netz von Micratena cyanospinosa. Sie hängt genau in meiner Kopfhöhe. Schaut euch die langen Dornen an. Wahnsinn. Später finden wir sogar einige frische Spuren eines Jaguars. Oh Mann, ich war letzte Nacht alleine auf einem nahegelegenen Pfad unterwegs. Es mögen nur etwa 500 Meter Luftlinie dazwischen liegen. Werde ich je einem Jaguar in der Wildnis begegnen? Im Unterholz finde ich ab und zu diese eher unscheinbaren Pfeilgiftfrösche. Ein Trupp von Totenkopfäffchen überquert die Baumkronen über uns. Und ein Mönchsaffe mustert uns verstohlen aus der Krone einer Palme. Diese Blüten leuchten in den Sonnenflecken am Waldboden. Bald gelangen wir zu Amarcocha, was auf Quechua See oder Lagune der Boa bzw. Anaconda bedeutet. Amarun ist für die amazonischen Quechua ein heiliges Wesen in Form einer Würgeschlange und symbolisiert die Fruchtbarkeit. Leider finde ich auf dieser Reise keine echte Anaconda. Um den kleinen See wachsen viele Palmen. In der Ferne entdecke ich einen Hoazin. Ein Geier zieht über dem See seine Kreise. Nach der Wanderung beim Regenwaldklima bin ich total verschwitzt.
Da tut ein Bad im Ryoshi Park sehr gut. Bei der Gelegenheit wasche ich meine Klamotten auch noch. In der Nacht geht es wieder in den Wald. Am Rand eines Trampelpfades verschwindet eine große Vogelspinne im Erdloch. Ich schaue natürlich nach. Es ist leicht, sie aus ihrem Versteck zu kitzeln. Kräftige Schenkel und feuriger Hintern. Das ist ein erwachsenes Weibchen von Megaphobema velvetosoma. Wir setzen unseren Weg fort. Auf einem Blatt sitzt eine der Gefürchteten von Neutria. Doch mir gegenüber verhält sie sich ruhig. Es ist ein erwachsenes Männchen. Ich fange es in eine Plastikbox, um die ventrale Musterung des Hinterleibes zu fotografieren. Das hilft bei der Identifikation der Art, denn die bisher bekannten von heute Arten haben unterschiedliche Musterungen auf der Ventralseite. Von oben betrachtet sind sie alle mehr oder weniger grau, beige, oliv und deshalb schwer zu unterscheiden. Anhand dieser Bauchmusterung und der retrolateralen Tibia-Apophyse am Palpus schließe ich hier auf Phoneutria fera. Wir lassen die Spinne jetzt in Ruhe und gehen weiter. Aus dem Augenwinkel entdecke ich eine große Spinne auf einem Blatt. Zunächst denke ich an eine Ctenus-Art. Doch als der Lichtschein meiner Stirnlampe sie voll beleuchtet, stockt mir der Atem. Es ist eine der schönsten Vogelspinnen, die ich selbst in der Natur gefunden habe. Der Regenwald präsentiert mir seine Schätze häppchenweise besten. Ich fotografiere und kann kaum damit aufhören. Erst in Deutschland finde ich über das Internet heraus, dass es sich um eine noch unbeschriebene Art handelt, die jedoch aus der Gegend schon bekannt ist als die Yasuni Tiger Tarantula. Angeblich läuft der Beschreibungsprozess. Da bin ich aber gespannt. Nach einer Woche ist es Zeit für mich zur Weiterreise. Ich will zur Sani Lodge paddeln. Laut Sergio dauert es an die 3 Stunden. Ich denke, das ist machbar für mich, selbst wenn es dann doch 4 oder 5 Stunden dauern sollte. Sergio warnt mich vor hohen Wellen auf dem Rio Napo, die sich bei aufziehendem Sturm aufbauen können. Noch ist das für mich reine Theorie und ich weiß noch nicht, dass schon bald die Praxis kommen wird. Ich schaufele das Regenwasser aus meinem Kanu. Die schweren Rucksäcke bekommen Schwimmflügel. Und ich verstaue sie zudem noch in grobe Plastiksäcke möglichst wasserdicht. Nur für den Fall, dass es stark regnen oder ich gar kentern sollte. Am Vormittag paddle ich zum letzten Mal den Rio Shibati. Ich verabschiede mich von Sergio, der mir als Andenken ein handgemachtes Paddel schenkt. Ab hier paddle ich mit diesem Paddel dann weiter. Kurz darauf stehe ich wieder an der Mündung des Shibati in den Rio Napo. Vor mir jede Menge Regenwald und jede Menge Wasser. Irgendwie ist mir mulmig. Du bist doch extra deswegen hier hingekommen. Ab dafür. Come on, jump in and get inspired.